Dann gehen wir bis Ginza und steigen um. Hauptbahnhof Tokio. Die zwei Schweizer Filmemacher Jan und Stefan Knüssel sind nach Japan gereist. Hier wollen die beiden Brüder ihren Film Negative Nothing zum ersten Mal dem japanischen Publikum zeigen. Ihr Dokumentarfilm erzählt die Geschichte von Thomas Köhler. Fast 3000 Kilometer ging er zu Fuß durch Japan. Die Idee zum Projekt «Zu Fuß durch Japan» ist eigentlich schnell entstanden bei mir, weil ich wollte helfen. Nur wenige Monate nach der Tsunami- und Atomkatastrophe will er zeigen, Japan ist nach wie vor sicher. Ein Thema, das bei den zwei Filmemachern auf Interesse stößt. Es ist ziemlich schnell gegangen. Ich habe gemerkt, es kommt extrem gut an. Die Japaner reagieren auf seinen Marsch damals. Es sind viele Leute aus Japan raus, es sind keine Touristen mehr da gewesen. Und dann kommt plötzlich so ein Schweizer und läuft durch Japan mit einer riesen Smile und einer extrem positiven Botschaft. Und ich glaube, das ist extrem gut angekommen. Nicht nur in Japan, sondern auch in der Schweiz und in Deutschland. Und dann habe ich gemerkt, anhand von diesen guten Medienberichten, dass wir da unbedingt etwas machen müssen. Ja. Dreimal sind die zwei Filmemacher nach Japan geflogen, um Thomas Köhler auf seiner Reise zu begleiten. Und was erhoffen Sie sich von den Aufführungen in Japan? Ich glaube einfach, dass es ganz viele Leute sehen. Das ist mir wichtig. Ich will doch, dass möglichst viele Leute Thomas seine Geschichte noch mal erleben können im Film. Und dann bin ich schon happy eigentlich. In Tokio zeigen Jan und Stefan Knüssel ihren Film zum ersten Mal einem größeren japanischen Publikum. Die erste Vorpremiere findet im Goethe-Institut statt. Geladen hat die Schweizer Botschaft. Das ist schon sehr emotional, muss ich sagen. Die Filmemacher stellen sich den Fragen des japanischen Publikums und der Medien. Fasziniert vom Film zeigt sich die bekannte japanische Fotokünstlerin Linko Kawauchi. Der Film zeigt, wie ein Einzelner ganz viele Menschen beeinflussen kann. Die letzte Szene hat mich zu Tränen gerührt, weil er da nicht mehr allein war. Sein Fußmarsch war extrem anstrengend, doch Thomas Köhler beklagte sich nie darüber. Das fand ich sehr beeindruckend. Diese Einstellung ist wundervoll. Ein wunderbarer Film. Auch auf der ersten Vorpremiere in Tokio ist Thomas Köhler. Er freue sich, sagt er, dass der Film nun auch in Japan gezeigt wird. Die Leute, die jetzt eigentlich immer noch unter dem Ganzen leiden und die Leute, die vielleicht auch noch sich mit einem gewissen Engagement von Tokio aus oder von Osaka für die verwüstete Gegend oder für die Leute, die jetzt keine Heimat mehr haben oder so, einsetzen, ist das sicher ein ganz schöner Film, der sehr viele Emotionen weckt. Ja. Und das ist für ihn als Hauptperson die wichtigste Botschaft des Filmes. Also mit dem Film ist sicher auch noch sehr bedeutend und auch heute oft für mich bewusst wurde, dass die Leute, die ihn schauen, wieder wahrnehmen, was da überhaupt passiert ist. Also das heisst natürlich, das ist immer noch in den Köpfen, aber sie sind auch wieder sensibilisiert worden, wieder aufgerüttelt worden und vielleicht auch wieder motiviert, etwas weiteres zu machen. Dabei wollten Jan und Stefan Knüssel ursprünglich nur einen kurzen Videobeitrag über Thomas Köhlers Reise drehen. Wo wir mit dem Thomas mitgelaufen sind und gesehen haben, wie die Japaner auf ihn reagieren, wie sie zu sich heim einladen, ihn bekochen und ihn erkennen auf der Straße und sich bei ihm bedanken. Also, das ist wahnsinnig gewesen. Es ist sehr schnell zu einer grösseren Geschichte geworden und man hat gemerkt, dass das geht über die 10 Minuten raus. Entstanden ist ein 78-minütiger Dokumentarfilm, der neben Thomas Köhlers Reise auch dessen Leben davor und danach vorstellt und ein herzliches Japan zeigt, das den Reisenden dankbar bei sich aufnimmt. Nach der Aufführung im Goethe-Institut folgen zwei weitere Vorpremieren in einem Arthouse-Kino in Tokios Trendbezirk Shibuya. Sie müssen essen, das braucht Kraft bis dahin. Und dann hat er einfach eine 1000-Yen-Note in die Hand gedrückt und okay, dann bis später, tschüss, und dann ist er weg.
Und wie kommt der Film bei den japanischen Zuschauern an? Ich finde, es ist ein sehr poetischer Film. Mir gefällt, dass sich der Film aufs Positive fokussiert. Es gibt schon sehr viele Dokumentarfilme, die sich mit den schlimmen Auswirkungen von Fukushima beschäftigen. It's very lifting and I really appreciate Thomas. Er ist sehr motivierend. Ich schätze Thomas Köhlers Fußmarsch durch Japan sehr. Viele meiner ausländischen Freunde haben nach der Katastrophe Japan verlassen. Da fühlte ich mich sehr einsam. Aber andere wie Thomas haben ihre Liebe gegenüber Japan ausgedrückt und sind hier geblieben. Und das hat mir sehr viel Mut gemacht. Like give me courage. Auf seinem Marsch entlang der Küste waren die Menschen so gut zu ihm. Sie haben ihm Geld gegeben, ihn mit Essen versorgt. Ich lebe in Tokio. Mir war gar nicht bewusst, dass es auf dem Land so schön und so ruhig ist. Ich bin berührt. Ich glaube, jeder Japaner trägt auch heute noch eine tiefsitzende Trauer in sich. Der Film erinnert mich erneut an die Ereignisse. Den Titel Negative Nothing finde ich großartig. Denn wir müssen auch nach vorne schauen. Der Titel transportiert eine starke Botschaft. Und wie geht es jetzt weiter mit Negative Nothing? Ich denke, das ist auch so ein Thema im Film. Also man sieht immer wieder, dass es weitergeht. Ein neues Kapitel fängt an. Und das ist jetzt auch bei uns der Fall. Also jetzt fängt das Kapitel Japan für uns an. Und wir sind gespannt, was dabei passiert. Nach 4 ausverkauften Vorpremieren in Osaka und Tokio planen Jan und Stefan Knüssel weitere Aufführungen in der Schweiz und in Japan. So möchten sie Negative Nothing auch noch in Fukushima zeigen.